Wenn Gott ein guter und liebender Gott ist, wie kann es sein, dass es in der von ihm erschaffenen Welt so viel Leid gibt? Warum sterben zum Beispiel Menschen? Auf der einen Seite glauben wir, dass Gott unser Schöpfer ist. Und nicht nur unser. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat und alles in ihnen. Doch in dieser von Gott erschaffenen Welt gibt es so viel Leid, Tod, Krankheiten, so viel Unglück. Wie kann das sein? Wollte Gott, dass wir Menschen leiden? Gewiss nicht. Gott hat eine Welt erschaffen, die perfekt war. Adam und Eva waren kerngesund, hatten keine physischen oder psychischen Probleme und keinen Streit in der Ehe. Und sie sollten auch nie sterben. Sie wurden mit dem Potenzial zur Unsterblichkeit erschaffen. Denn unser Gott ist ein guter und menschenliebender Gott. Er wollte nie, dass Menschen leiden. Wie kommt es aber dazu, dass Krankheiten und Tod heute nicht von unserem Leben wegzudenken sind? Die Schuld daran haben die Menschen selbst. Denn der Herr hat uns einen freien Willen gegeben. Er hätte uns auch als Roboter erschaffen können, die alles richtig machen würden. Aber seine Liebe war so groß, dass er uns die Wahl lassen wollte, wie wir leben wollen. Er gab uns sogar die Freiheit, uns gegen ihn selbst zu entscheiden. Genau das haben Adam und Eva leider getan. Aus ihrem Stolz heraus haben sie sich entschieden, eine Sünde zu begehen. Die Sünde ist aber nicht bloß eine Übertretung des göttlichen Willens. Eine Sünde ist eine Verletzung der Natur. Wer sich mit einem Messer schneidet, fügt sich eine körperliche Wunde zu und wird körperlich krank. Wer sündigt, fügt sich und anderen geistliche Wunden zu und wird dadurch krank mit Seele und Körper. Im Römerbrief heißt es dazu: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte. Durch ihre Sünde haben sich Adam und Eva also entschieden, anstatt ewig gesund zu leben, krank zu werden und zu sterben. Das war nicht Gottes Wunsch, es war ihre Entscheidung. Dieser Zustand zieht sich bis heute hin. Jeder Mensch sündigt in seinem Leben, wodurch er immer wieder aufs Neue seine Natur verletzt, krank wird und letztlich stirbt. Hätte Gott das verhindern können? Ja. Aber dann wären wir, wie schon gesagt, keine Menschen, sondern Roboter, die nur einem vorgegebenen Programm folgen. Unsere Fähigkeit, uns von Gott abzuwenden und zu sündigen, ist der Preis für den freien Willen. Aber der Herr hat sich von seiner Schöpfung nicht abgewendet. Damit die Menschen durch ihre Sünde nicht für immer tot in die Hölle bleiben, hat Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt und einen Ausweg angeboten. Jesus kann uns heilen und das ewige Leben schenken. Nur auch das ist kein Zwang, es ist ein Angebot. Dieses muss jeder Mensch aus freiem Willen heraus annehmen und seinen Willen an den Willen Gottes ausrichten. Wir müssen das lernen, was Adam und Eva nicht geschafft haben, ohne Sünde geistlich gesund zu leben.